Das ist ja auch bei Wind und Wetter einsetzbar. Ganz genau. Dieses Nylonmaterial ist, vielleicht kann man sich vorstellen, wie die Unterseite von einem Schlauchboot. Also sehr resistent, also wirklich ganz ein robustes Material. Mhm. Und das Wasser, das Regenwasser perlt natürlich einfach dran ab. Mhm. Und der Deckel schützt ja auch den Sack vor Regen natürlich, dass nichts innen reinläuft. Mhm.